willkommen zurück. Ja, danke vielmals. Ja. Freuen uns. Freuen mich. Wir sind ja durchaus auch zwei, drei Mal im Ausland aufeinander auf einer Hockey-WM. Wo du immer mit dem Liebling, wo Bonorand draufgestanden ist, auch an der WM gsi bist. Wir haben viel mal darüber geredet, es hat immer geheißen, irgendwann, vielleicht, wird Rico Bonorand dann auch wieder mal zu Kurs spielen. Jetzt ist es ja so weit. Wann hat sich denn konkret eine Rückkehr zum ECQ abzeichnet? Ja, konkret. Ja, grundsätzlich, man hat jetzt Kur gewohnt, gell? Nein, man hat nur Zarose gespielt. Ja, konkret ist dann eigentlich im April geworden, so März, April von dem Jahr. Ja, irgendwie ist es ja eigentlich nie ganz, eben ganz weg ist man ja nie gewesen, von dem her. Man hat auch gewusst, irgendwann ist man sicher wieder zurück. Ja, sofern man einem noch will. Das war natürlich die Voraussetzung gewesen. Und eben, was jetzt gross in der Vergangenheit war, auch vor allem jetzt in dem Jahr, will ich eigentlich nicht gross noch darüber ja, ins Detail gehen. Ich freue mich jetzt auf die Zukunft und ja, freue mich darauf, was da kommt. Es hat sich ja ein bisschen etwas geändert beim ECQ. Ein sehr grosses Thema ist ja wieder das berühmte Sommertraining. Ich glaube, ohne euch nachzutreten zu wollen, ist für dich auch ganz etwas Neues, oder? So hartes Sommertraining. Also Sommertraining, eben ich habe eigentlich Sommertraining habe ich schon seit längerem nicht mehr gemacht eigentlich. Das schneiden wir dann raus für das ECTV, also es kommt nicht, wird nicht... Ich bin eigentlich noch nicht ganz fertig, ich habe das meiste... Natürlich habe ich es einfach in einem anderen Rahmen durchgezogen. Nein, meistens habe ich es natürlich einfach im Strapazi dürfen machen jetzt in den letzten drei Jahren. Ja, aber ich glaube, ich bin genug. Oder ich bin noch nicht ganz auf dem Stand, wo ich will sein. Aber ja, ich glaube, die Fitness ist gut und weg. Ja, kommen wir zum Schluss. Deine Ziele für diese Saison? Du bist ja quasi auch wie ein Hoffnungsträger, gell? Vorne, Goal. 20 habe ich gehört. Ist das eine Ansage? 20? Mittraining 20, ja, Mittraining. Nein, ja, eben, ich bin jetzt in die Mannschaft gekommen. Eben, bin sehr überrascht gewesen, dass ich der zweitälteste bin in dieser Mannschaft. Und ich merke auch, je länger dass ich dabei bin, dass ich auch neben dem Eis ein bisschen muss Verantwortung übernehmen muss. Und nein, eben, man will natürlich ja, auch ein bisschen Erfahrung mitbringen und genau. Herzlichen Dank, Bono, Rückkehr zum ECQ. Vielen Dank.